Heute zeigen wir euch, wie man einen Instagram-Beitrag erstellt. Das ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht auf den ersten Blick auf Instagram, wenn man dort neu ist, denken könnte, denn es gibt verschiedene Wege, einen Beitrag zu posten. Im Grunde ist ein Beitrag im Standard ein Foto im typischen Instagram-Quadrat mit Informationstext herunter, eine sogenannte Caption. Das Ganze wird beim Posten dann in eurem Feed angezeigt und steht immer links vorne der allerneueste Post. Wie macht man das Ganze nun? Es gibt verschiedene Wege, über die ihr einen Beitrag erstellen könnt. Beispielsweise, indem ihr auf euer Home-Button geht, nach rechts klickt und unten auf Beitrag klickt. Hier werden euch eure letzten Fotos angezeigt, die in eurer Galerie zu finden sind. Und ja, beispielsweise nehmen wir dieses Foto hier aus unserer Galerie, das letzte, neueste Foto und gehen hier auf Weiter. Wenn ihr auf Weiter geht, seht ihr hier verschiedene sogenannte Filter, mit denen man die Farbe ändert, Farbfilter. Wir haben aber unser Gelb, wie wir es haben wollen und deswegen ändern wir es nicht. Aber trotzdem zeige ich euch, welche verschiedenen Möglichkeiten ihr habt. Ihr könnt hier oben auf das Zauberstäbchen gehen und dann den Filter, den ihr gewählt habt, höher oder runter stellen. Dann könnt ihr hier unten noch auf Bearbeiten gehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euren Beitrag, euer Foto, Beitragsfoto nochmal nachträglich bearbeiten könnt. Beispielsweise Schatten, Highlights, Farben nochmal, Sättigung, Wärme, Struktur. Das sind verschiedene Sachen, wenn ich auf die Wärme gehe. Man muss sich da ein bisschen ausprobieren, weil pro Posting und jedes Foto natürlich individuell andere Farben hat und anders bearbeitet werden muss. Aber wenn ihr dann alles so habt, wie ihr wollt, geht ihr einfach auf Weiter und dann könnt ihr den Beitrag posten. Hier oben könnt ihr eure Caption, euren Text, den ihr zu dem Foto dazu schreiben möchtet, eingeben und auch eure Hashtags. Wenn ihr dann euren Text habt, könnt ihr hier noch Personen markieren und Orte. Personen ist immer empfehlenswert, seine eigene Unternehmensseite zu verlinken. Ort ist auch immer sehr wichtig hinzuzufügen, weil die Ortsverlinkung auch Leute auf euer Bild rüberholen kann, aufmerksam machen kann. Und das ist natürlich das Ziel, viel Reichweite auf Instagram zu bekommen. Dann habt ihr noch verschiedene andere Konten oder eben Facebook, Twitter, Tumblr. Wenn ihr ein Facebook-Profil beispielsweise noch habt, könnt ihr das hier auch noch anklicken. Dann wird das Posting hier oben automatisch auch auf Facebook gepostet. Und dann geht ihr hier oben auf Teilen und euer Beitrag wird gepostet. Eine weitere Möglichkeit ist, über das Plus zu gehen. Hier seht ihr dann die verschiedenen Erstellungsformen, die ihr machen könnt. Einen Beitrag beispielsweise posten, eine Story, ein Story-Highlight, ein IGTV-Video, ein Reel oder ein Guide. Auf die verschiedenen Funktionen werden wir auch in anderen Videos nochmal im Speziellen drauf eingehen.